Willkommen zurück zu Let's Play Borderlands The Pre-Sequel zusammen mit Leptine natürlich. Und Casino. Ja, das bin ich. Wir haben in der letzten Folge ja das Nebenquest gemacht und dann haben wir dieses Baseballspiel und wir haben die Roboter, die Bots begleitet. Möge die Macht mit dir sein. Genau, und das war dieses Star Wars Nebenquest. Und jetzt gehen wir zur nächsten Nebenquest. Ja, wir müssen uns allerdings erstmal mit den. Oh, lol. Da war ein Fass neben mir. Ihr könnt mich nicht kalt stellen. Hätte ich vielleicht mal drauf achten sollen. Boah, ist man jetzt hier. Badass, bam, bam. Ja, Badass am Arsch. Aua. Und Steine. Braucht jemand ein Medikit? Das ist kein Medik, das ist Wasser. Wasser. Das ist Luft. Das ist Wasser. Wir müssen auf jeden Fall zu der nächsten Nebenquest. Wir sind in einer neuen Aufnahme, deswegen sind natürlich alle Gegner respawned. Wenn wir Glück haben, können wir hier am Rand entlang klettern und müssen uns nicht mit denen beschäftigen. Hallo. Ich stecke gerade fest, warte. Ah, jetzt darf ich mich wieder bewegen. Oh, so, wir müssen da hinten rüber. So. Einfach mal instant gegen die Wand geschoben. Warte, folge er mir. Ich führe dich an geheime Orte. Oh, ein Sauerstoffvorrat geht runter. Ja, alles gut. Wir machen hier jetzt Geheimmission. Guck mal, da hinten kriegen wir noch einen Sauerstoff. Da sind unsere Jawohl. Bots nämlich, da haben wir auch letztes Mal aufgehört. Luft, gib mir Wasser. Du bist doch eh so ein halber Roboter. Ja, trotzdem muss ich noch atmen. Die Lunge hab Schlecht. Ich noch nicht ausgebaut. Das Herz aber schon. Ja. Na, immerhin. Herz aus Stahl. Ui. Da ist ein Sprungpad. Nein. Ah doch, es passt. Keine Ahnung, ob wir das nehmen müssen. Nee, ich glaube, oder? Doch, weiß ich nicht. Ui. Bestes Commentary. Müssen wir da lang? Ah doch, nein, nee, doch, weiß ich nicht. Alles nicht hilft. Wir sind hier übrigens irgendwo im Nirgendwo. Wir haben diesen Kartenabschnitt noch gar nicht entdeckt. Solitude Junction. Ich hab Gegner gefunden. Ah. Hallo. Sorry, erste Stufe. So, hier Sauerstoff. What's going on here? Mein Training hat mir genützt. Zack. Ach ja, ich sollte wieder. Ach, ich nehme wieder. Ach ja, genau. Was? Ich wieder auf mein Gameplay klar. Ich hatte ja die SMG, die Frosted. Das war ja perfekt für den Nahkampf. Ja, die benutze ich auch gerade. Das ist einfach mega gut. Easy. Ja. Noobs. Ja, das Get good. Eine Stelle ist immer noch schwarz. Schwarz. Hast du jetzt ganz aufgedeckt, die Map? Ja, nee, da oben ist noch ein Riesengebiet. Ja, okay. Aber wir müssen ja für die Quest hier lang. Ich tippe mal drauf, dass wir dann nach da oben müssen. Weil normalerweise, wenn man alle Quests gemacht hat, hat man auch alles erkundet. So, hier irgendwo soll es sein. Och nein, das ist schon wieder der Fahnenmast-Idiot. Den hatten wir doch schon mal. Sag, hast du einen Moment Zeit? Die Rückkehr des Captain Chef. Er ist zurück. Und er hat schon wieder eine Fahne dabei. Sei gegrüßt. Hättest du die Güte, mir zu helfen? Ich bin Captain Chef und habe soeben diesen Mond entdeckt. Und ich Zum muss zweiten unbedingt Anspruch darauf anmelden, ehe es jemand anders tut. Oh, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Wie dem auch sei, ich habe eine Flagge dabei. König Greg ist immer entzückt, wenn man eine Flagge setzt. Aber das Protokoll verlangt, dass ich Hab-Acht-Stellung annehme und salutiere, während sie gehisst wird. Und egal, wie ich es anstelle, ich schaffe nicht alles gleichzeitig. Wenn du das Ding also für mich aus meinem Koffer holen und hissen könntest, während ich hier stehe, dann bekommt König Greg eine neue Kolonie. Er hat eine große Schwäche für Kolonien. NPC-Mobbing. Okay, wir sollen hier die Fahne rausholen.
Der Flaggenmast ist da drüben. Aber ich muss dich warnen, diese ausländischen Einheimischen sind gerne ein bisschen empfindlich, wenn man sie entdeckt. Sollen wir machen? Ja, mach. Jetzt hisse sie, während ich salutiere. Frisch ans Werk. Hoch damit. Was sagt euch hier unten? Da ist sie in ihrer ganzen Pracht. Ich muss allerdings halb acht stehen und salutieren, bis sie die Spitze erreicht. Oh, und für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendwelche Einheimischen kommen... Uns hältst du nicht auf! Tja, das scheint ein immer wiederkehrendes Motiv zu sein. Sei so freundlich und wehre sie ab, bis die Flagge gehisst ist. Wenn sie oben ist, werde ich Seite an Seite mit ihr kämpfen. Kann der mal aufhören mit seinem Scheiß? Der kann ja noch schlechter summen als du singen. Mein Gesicht! Wie geht der auch gar nicht weiter hoch? Kacke hier. Boah, ich brauche auch mal Luft. Seid viele Teufel noch eins! Was stimmt nicht mit diesen Pennern? Die wollen es heute wirklich wissen. Das Mistding hat sich verklemmt. Sei doch bitte so nett und setze sie wieder in Bewegung, ja? Was machst du? Hab schon gemacht. Ich hab weiter Spaß im Nahkampf. Gut, jetzt spring ihn an. Anbringen! Als Salutiergehilfe bist du ein echtes Naturtalent. Gütiger Crack, verflixte ausländische Technologie. Hättest du noch mal die Güte? Alter. Der Typ, ey. Ah, die Gegner sind jetzt nicht so stark, das sind immer so Einzelne. Können auch nicht wirklich was. Ist die Fahne dann jetzt oben? Kannst du dann jetzt gehen und nie wiederkommen? Wir müssen anscheinend noch 11 Gegner. So. Alter. Wie die zermatschen. Das war's immer noch nicht. Wären die mal alle gleichzeitig gekommen? Da ist noch einer. Oh, unser doppelter Nahkampfangriff war die ist so fertig. Einer ist noch, ja. Der letzte. So. Entferne den Besen. Welch Erleichterung. Boah, nervt er. Ja, endlich hat er aufgehört. So, geh weg. Muskeln begannen auf der gewaltigen Anstrengung zu zittern. Oh, du hast da ja eine ganz schöne Schweinerei angerichtet. Aber keine Sorge, sowas löst sich meist von ganz allein in Wohlgefallen auf. Hilf Captain Chef, Elpis für König und Vaterland zu beantworten, Pip, Pip, Tudeldu und so weiter. Nun denn, keine Zeit zu trödeln. Es gibt noch jede Menge unentdeckte Welten, die zivilisiert werden wollen. Cheerio! Ey, der hat zwei Waffen für mich im Angebot, die ich nicht benutzen kann. Weil sie vom Level her zu hoch sind. Jo, 27. So, ich will jetzt erstmal wissen, was ist hier unten? Gab einen Erfolg. Ein Kammersymbol. Wo? Ja, das wüsstest du gerne. Hä? Hä? Yay, du hast es geschafft. Lol, Kult der Kammer. Aber sonst ist es hier ziemlich langweilig. Da unten ist noch eine Lootkiste, aber da ist nur Müll drin. So. Das Geräusch lustig von diesen Pets. Ja, ich mag das auch. Da würde ich oder sagen... Typen gerade, von dem Captain. Oh, bitte nicht. Lass mal in das Gebiet gehen noch, was wir noch gar nicht erforscht haben, weil irgendwie ist das seltsam. Wir gehen in den Gebiet. Ein unbekanntes Gebiet, bist du dir sicher? Ja, wir könnten noch mit der Quest weiter, also mit der Hauptquest weitermachen, wir haben ja sonst nichts mehr, aber... Ich hab Angst. Wovor? Du hast eine Knarre, wovor hast du Angst? Ich hab Nahkampf. Meine Faust.
Faust ins Gesicht. Metallfaust. Falcon Punch! Ich bin die Fist, ja. The Fist. Doomfist. Okay. Falcon Punch. Hast du einen Skin? Nee. Ah, jetzt ist das Gebiet hier aufgedeckt. Aber ich habe keine Ahnung, warum wir hier hinwollen sollten. Weil ist vielleicht noch irgendwas versteckt? Weiß es nicht, sollen wir gucken? Ja, lass einfach mal hinten in die Ecke gehen, oder? Ja, hier ist irgendwie gar nichts. Ja, ich muss oh, Wachgespenster, rein. Vorsicht. Die sind was härter. Was ballert hier? Nein. Irgendwas. Dein Verderben wartet. Echt? Danke für die Luftunterstützung, Wilhelm. Warum kann ich gerade meinen Scheiß nicht einsetzen? Ich konnte gerade meinen Dash nicht benutzen. Ah, geht doch. Wie die einfach nur am Spawn killen sind. So, wir müssen in die Richtung. Da oben ist noch was, da ist ein Jump Pad. Wo sind wir? Ja, man kommt hier da oben hinter. Lass da mal hingehen. Ja. Lass mal von da rechts, oder? Mal das so richtig so. Meinst du hier rechts? Oder? Ja, da so. Da. Ah, okay. Oh, verdammt, ich glaube, ich werde in den Eisteich fallen. Nein. Vorstellt man hier so, oder kommt man da nicht rum? Doch, doch, auf der Karte ist es eingezeichnet. Was ist das überhaupt für eine Leitung? Warum machen wir sie nicht kaputt? Geht nicht. Ja, mit so einer kleinen Pisswaffe natürlich nicht. Das sein könnte, vielleicht war es so instabil. Ach, das ist Glas. Vorsicht, Luftreserven auf 50. Ah, na gut. Ich sollte nicht immer meinen Boost benutzen. Ja, guck mal, der Planet sieht geil aus. Da. Planet. Bei mir ist da ein Rohr davor. Ah, jetzt. Ja, jetzt. Ah, jetzt da. Also mir geht bald der Sauerstoff aus, wenn das so weitergeht. Ich hab noch 90. Ich hab noch 40. Aber egal, ich überlebe auch so 30 Jahre, bevor ich sterbe. So, man kann hier noch hoch. Warum hast du deine Roboter beschwört? Ach, um mich heilen. Ich will mich heilen. So, hier oben ist jetzt Dead End. Und was gibt es hier? Eine gammelige Lootkiste. Aber hier liegt irgend so ein komisches Ding. Ich glaube, wir müssen hier vielleicht irgendwann nochmal für eine Quest hin. Und wo ist das Sprungbett? Das ist direkt da vorne. Ach, komm mit. Sobald ich fertig bin mit Ersticken. Hier das Sprungbett. Aber hier ist irgendwie gar nichts. Fand's gut. Ach, hier ist noch ein Sprungbett. Was? Hier ist noch ein Sprungbett, ja. Und hier ist noch so eine Kiste. Was für eine? Also eine, wie da oben stand, wo du meinst, dass das vielleicht noch ein fest Ding irgendwas sein könnte. Kommt's hier rum. Ah, hier kann man was aufnehmen. Komm mal hin. Warte, ich bin unterwegs. Ich muss jetzt ein bisschen mich hier um die Ecken buggen. Hi. Guck mal, hier kann man, jetzt kann man das aufheben. Ach. Ich denke alle Fall. Ach so, dann müssen wir sogar dahin zurück. Ja gut. Weil dann, ach so, deswegen auch hier der Sprungpad. Dann können wir das wahrscheinlich auch noch aufnehmen. Aber das ist dann nur ein Achievement scheinbar. Ja. Dass man wahrscheinlich sind die komplett in dem Bereich hier versteckt. Und man muss die alle sammeln und dann kriegt man ein Achievement. Ich glaube, das machen wir dann wann anders. Ja. Beziehungsweise nicht im LP, weil da läuft man ja nur durch die Gegend. Und hat Sauerstoffknappheit, weil man die ganze Zeit boostet, um schneller zu sein. Aufnehmen. Keine Luft mehr. Ja.
keine Lust mehr. Oh, ich hab noch 24, 23, 19, 16, 13, 12, 11, 10, ja, bis mein 9, Leben 8, aufgebraucht 7, ist. 6, 5, 4 und das ist wieder voll. Ich hätte so gelacht, wenn du jetzt mitten auf dem Eissee gelandet wärst. Okay, das heißt, der Bereich hier ist relativ langweilig. Ja, dann müssen wir und können wir uns eigentlich noch ein bisschen was laufen Richtung Hauptquestziel. Dann ist die Frage, sollen wir das Gebiet da noch machen in dieser Folge oder denn in der nächsten? Mit der vielleicht letzten Quest anfangen. Na, machen wir ruhig in der nächsten Folge dann. Falls die letzte Quest ist, dann können wir direkt. Here we go. Ja, die Quest heißt der Anfang vom Ende, ne? Ja. Ich bin nicht aufs Sprungbrett. Pass auf, dass du nicht auf dem Sprungbrett landest. Hier sind noch ein paar Gegner. Bam. Wo? Was? Was? Einer. Blatt. Enttäuschend. So. Oh, ich habe keine Luft mehr. Ich krieg keine Luft. Da die Sabertossi jetzt tot ist, schicke ich dir noch ein paar Loader. Der Moonshot zeigt genau auf dich. Pass auf, dass du nicht genau unter einer Lieferung stehst. Das wäre nicht so gut. Warum kämpfen diese Arschlöcher noch? Ihre Anführerin ist tot. Wieso entspannen die sich nicht? Relaxen, sehen sich Sehenswürdigkeiten an. Ach, egal, bald haben wir sie ausgelöscht. Das wird ein Anblick. Oh, hoppla, ich bin ja auf Sendung. Ach du Scheiße, da kommt ja richtig viel. Wollten wir nicht Folgenpause machen? So eine super geheime Alien-Höhle oder so? Klingt cool. Mach ein paar Fotos, wenn's geht. Trink nicht das Wasser dort. Und lass dich nicht von Kropfzeug killen. Die Reihenfolge ist egal. Machen wir die jetzt noch im Platz. Ja, ich glaub, das war alles. Ja, müssen wir. Ja. Springs hat uns viel Glück gewünscht. Das könnte echt die letzte Quest sein. Alter, was geht hier ab? Erfrischend. Hilfe! Da ist noch ein Geschütz. Da hinten sind auch noch Geschütze. Jo. Ja! Keine Bewegung! Ich liebe Humor. Eure Mission. Ah! Diese Geschütze nerven. So, Geschütze sind weg. Okay. Okay, ich glaube, wir sind safe. Lass schnell in den Raum hier reingehen, hier vorne. Raum, okay, ja, klingt gut. Machen wir da Folgenpause und gehen nächstes Mal in das Vor von denen rein. Hier ist auch Speicher. Ach, guck mal, hier ist auch so ein Relikt. Ah, ne, hier ist ein Echo. Komm, das hören wir uns an. Okay, hau raus. 38. Meine gesamte Einheit zeigt einen deutlichen violetten Hautausschlag. Außerdem hat die meisten eine seltsame Ruhe überkommen. Morgen führe ich ein Team in den Schacht, um die Quelle dieser seltsamen Dünste aufzuspüren, die wir atmen. Ja, ich glaube, das erzählt die Geschichte, wie Sarpedon von dem Kammerzeug infiziert wurde. Naja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir das Fort von der Lost Legion stürmen. Und hoffentlich die Kammer finden. Bis dahin. Tschüss.